Diesmal geht es um Funktionen. Wir schauen uns an, wie man Funktionen Werte übergibt und wie man die Resultate zurückgibt. Beginnen wir ganz einfach. Machen wir etwas Geometrie. Ich habe hier ein Rechteck mit einer Seite A, zum Beispiel 3 cm, eine Seite B, das wäre 5 cm. Wir können eine Fläche berechnen. Das ist A mal B. Das kennt jeder, das kann ich hier rausgeben. Das gibt wie erwartet 15. Jetzt kann es ja sein, dass ich mehrere Flächen berechnen möchte. Und dann ist es vernünftig, eine Funktion zu erstellen. Eine Funktionsdefinition beginnt immer mit dem Schlüsselwort def. Dann bekommt die Funktion einen Namen. Ich möchte die Fläche berechnen. Und ich übergebe a und b. Und zurück gebe ich die Fläche, zwar mit Return, a mal b. Das kann ich jetzt hier unten benutzen und hier die Funktion verwenden. Auch hier muss ich die beiden Seitenlängen übergeben. Das sollte dann dasselbe Resultat ergeben. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, hier in dieser Funktion Fläche, zwei verschiedene Flächen zu berechnen. Also zum Beispiel eine Rechtecksfläche wie bisher. Ich speichere hier in einer lokalen Variablen. Zusätzlich berechne ich aber noch eine Dreiecksfläche. Da wäre A die Grundlinie und B die Höhe in diesem Fall. Das wäre dann die notwendige Formel. Wie gebe ich jetzt aber zwei Werte zurück? Auch das geht in Python sehr einfach. Ich gebe etwas zurück, also schreibe ich Return. Und jetzt schreibe ich einfach, was ich zurückgeben möchte. Und das ist jetzt eben nicht nur ein Wert, sondern das sind zwei Werte. Der Aufruf hat sich ja nicht geändert. Jetzt kann ich mal schauen, was da zurückgegeben wird. Und wir sehen hier, bekomme ich ein Tupel mit beiden Werten. Also hier die Fläche des Rechtecks und hier die Fläche des Dreiecks. Das kann ich auch so bearbeiten. Also ich kann hier einen einzelnen Wert auslesen. Das Resultat von 1, das wäre ja dann das Dreieck. Also hier diese 7,5. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wie ich die Werte auslesen kann. Ich kann sie direkt auslesen, also direkt Variablen zuweisen. Ich gebe hier einfach mehrere Variablen an. Dann werden diese Werte direkt in diese abgefüllt. Das kann ich jetzt noch etwas schön ausgeben. Dann bekommen wir das hier. Es ist also in Python sehr einfach, mehrere Werte zurückzugeben. Wir müssen hier nicht tricksen mit Pointers oder mit irgendetwas Ähnlichem. Wir benötigen auch keine globalen Variablen. Wir können das also sehr elegant machen. Jetzt werden wir noch etwas einfacher. Diesmal möchte ich einfach die Länge mehrerer Strecken zusammenzählen. Dazu mache ich eine Funktion und ich habe jetzt im Moment zwei Strecken, A und B. Und die addiere ich einfach. Das rufe ich so auf. Jetzt sehe ich hier noch einen Fehler, das würde natürlich nicht funktionieren, das ist Return. Also, und hier bekomme ich das, was ich erwartet habe, 5, weil ich ja die Strecken 2 und 3 zusammenzähle. Was ist jetzt aber, wenn ich mehr zusammenzählen möchte? Also ich habe hier zum Beispiel 4 Strecken. Das geht nicht mehr, ich übergebe ja hier mehr Werte, als ich hier entgegennehme. Also möchte ich hier die Funktion so erweitern, dass sie eine beliebige Anzahl von Argumenten entgegennehmen kann. Python kann ja sehr gut mit Listen umgehen, also das können wir auch hier verwenden. Ich kann sagen, ich möchte hier noch eine beliebige Anzahl weiterer Werte übernehmen und gebe hier args an. Das sind Argumente, also eine Liste von Argumenten. Jetzt ist es nicht so, dass das args heißen muss, das ist mehr oder weniger Konvention, man macht das normalerweise so. Aber hier könnte ich einen beliebigen Namen geben,
Wichtig ist hier dieser Stern, der sagt, jetzt kommt eine Liste von Werten. Jetzt wollen wir doch gleich schauen, was eigentlich dann in dieser Variablen args steht. Also ich gebe das hier aus und ich erweitere jetzt die Funktion. Ich sage jetzt zuerst einmal total, ist einmal zuerst a plus b. Jetzt muss ich aber zusätzlich noch die Werte in diesen args dazu addieren. Das mache ich in einer Vorschleife. Dann wird jeder Wert in args wird hier dazu addiert. Und hier sehen wir, was jetzt passiert. Ich habe hier Printlänge von 2,3. Da ist args leer, weil wir haben keine zusätzlichen Argumente. Das Resultat ist 5. Hier haben wir zwei zusätzliche Argumente, diese 4 und diese 10. Die finden wir hier in diesen args. Und das Resultat ist dann 19. Diese Art der Übergabe nennt man auch Positionsargumente. Also hier diese 2, die kommt hier in die Variable a, diese 3 kommt hier in die Variable b und alles andere kommt in diese Argumentenliste. Jetzt könnte ich selbstverständlich auch das weglassen, das a und b. Dann kommt alles in die Argumentenliste, da muss ich einfach total hier mit 0 vorinitialisieren und das gibt dann dasselbe Resultat. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Flächen. Diesmal berechnen wir Kreisflächen. Ich mache hier eine Funktion, Fläche, und hier übergebe ich einen Radius und berechne daraus die Kreisfläche. Das ist Radius im Quadrat mal Pi. Jetzt Pi steht in Python selbst nicht als Konstante zur Verfügung. Es gibt auch ein Mathematikmodul, das solche Konstanten zur Verfügung stellt, nebst natürlich vielen anderen nützlichen Funktionen. Das kann ich so verwenden. Dieses Mathematikmodul muss ich noch importieren. Das ist standardmäßig eigentlich immer mitinstalliert. Das muss also nicht speziell geladen werden. Ich brauche hier nur den Import. Diese Funktion kann ich ganz einfach verwenden, dann erhalte ich hier die Fläche. Das ist ein Kreis mit einem Radius von 3 cm. Was ist jetzt, wenn ich diese Berechnung entweder basierend auf dem Radius oder basierend auf dem Durchmesser machen möchte? Ja, da muss ich den Radius oder den Durchmesser übergeben. Also ich muss hier beide Werte angeben. Das funktioniert jetzt selbstverständlich nicht. Ich übergebe hier nur einen Wert und hier werden 2 erwartet. Das sind ja Positionsargumente, also Radius wäre 3 und d bekommt keinen Wert und das gibt eine Fehlermeldung. Jetzt kann ich dem hier oben aber Standardwerte zuweisen. Ich weise jetzt den Wert none zu, also nichts. Ich könnte hier auch eine beliebige Zahl zuweisen, aber ich mache jetzt bei beiden none. Und damit kann ich jetzt arbeiten. Wenn ich jetzt das hier übergebe, dann wird dieser Wert an r übergeben und d bekommt keinen Wert, sondern behält seinen Standardwert none und das ist gültig. Damit muss ich aber hier noch etwas machen. Also wenn ich jetzt das so mache, wird das funktionieren, weil ich habe ja r mit einem Wert bestückt. Aber ich habe noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterscheiden. Also wenn ich jetzt d übergeben möchte, das wird so nicht funktionieren. Ich muss also hier das noch etwas erweitern und sagen, falls der Radius übergeben wurde, dann soll die Berechnung so erfolgen. Falls der Durchmesser übergeben wurde, dann soll die Berechnung so erfolgen. Und sonst, falls nichts übergeben wurde, dann gebe ich auch nichts zurück. Wie benutze ich jetzt das hier? Also wie übergebe ich einen Wert in d und nicht in r? Das ist ganz einfach. Ich gebe beim Aufruf einfach an, welche Variable ich bestücken möchte. Hier übergebe ich das als Radius und hier als Durchmesser. Dann bekommen wir auch diese Resultate. Hier zweimal als Radius und hier als Durchmesser. Diese Art der Übergabe
Das sind benannte Argumente. Man spricht auch von Keyword Arguments, also Keyword Argumente. Da sagt man wirklich, welche Variable hier benutzt werden soll. Jetzt wäre es aber auch möglich, das zu übergeben. Das ist an sich gültig. Aber das Resultat hier entspricht hier einfach diesem Wert, Radius gleich 3, die 4 wird gar nicht berücksichtigt. Die Funktion weiß auch nicht, mit welchem Wert sie arbeiten soll, also eigentlich ist das ein Fehler. Man sollte also das abfangen und sagen, ich gebe None zurück, weil ich ja nicht genau weiß, was ich da machen soll. Da kann man hier einfach diese If-Bedingungen noch etwas erweitern. Wenn der Radius gegeben ist, darf der Durchmesser nicht gegeben sein. Wenn der Durchmesser gegeben ist, darf der Radius nicht gegeben sein. Jetzt bekomme ich hier im letzten Fall ein None zurück. Jetzt habe ich das noch etwas weiter ausgebaut. Wir haben hier den Radius und den Durchmesser für die Kreisfläche. Hier habe ich noch Grundlinie und Höhe für eine Dreiecksfläche und hier haben wir A und B für ein Rechteck, beziehungsweise wenn B nicht gegeben ist, wird es als Quadrat berechnet. Das ist hier auch entsprechend erweitert. Das ist das Dreieck und hier das Rechteck. Und eben wenn B nicht gegeben ist, wird B gleich A gesetzt, damit haben wir ein Quadrat. Das hier funktioniert wie bisher, gibt dieselben Resultate. Wir haben jetzt aber weitere Möglichkeiten. Wir können hier eine Dreiecksberechnung machen, ein Quadrat und hier ein Rechteck. Wenn die Liste hier noch größer wäre, das wäre dann plötzlich sehr, sehr unübersichtlich. Aber auch hier können wir mit Listen arbeiten. Wir haben ja die Argumentliste gesehen, da werden nur die Werte übergeben. Was wir hier brauchen, sind nicht nur die Werte, sondern auch die Namen der entsprechenden Variablen. Und das gibt es. Diese Liste wird mit 2 Sternen markiert. Man bezeichnet das oft als Quarks, also Keyword Arguments. Auch diese Bezeichnung kann frei gewählt werden, das ist also nur Konvention, wenn man das verwendet. Jetzt muss natürlich hier unten eine entsprechende Anpassung gemacht werden. Das würde dann so aussehen, also ich gebe das hier aus, damit man auch sieht, was hier in diesen Quarks eigentlich gespeichert ist. Und das hier, das sind Dictionaries, also die enthalten die Keywords und die Werte. Und da kann ich abfragen, ob ein R enthalten ist. Wenn ja, dann wird der Kreis berechnet und hier mit dem D die entsprechende Durchmesserberechnung. Und wenn wir G und H haben, dann ist es ein Dreieck. Berechnen das so. Und wenn wir ein A haben, ist es entweder ein Quadrat oder ein Rechteck. Wir übernehmen hier diesen Wert in A und B, falls B existiert, übernehmen wir den B-Wert, sonst setzen wir den B-Wert auf A. Das benötigen wir nicht mehr. Wenn ich jetzt das starte, bekomme ich eine Fehlermeldung. Das ist klar, weil wir hier nur benannte Argumente übernehmen und hier unser erstes Beispiel. Das ist ein Positionsargument. Das funktioniert nicht. Also ich kann das auskommentieren und schon bekommen wir alle Resultate. Und hier gebe ich ja diese Quarks aus. Wir sehen hier, das ist ein Dictionary mit dem Keyword und dem entsprechenden Wert. Hier noch eine Zusammenfassung von all dem, was wir jetzt gesehen haben. Ich übergebe hier alle Möglichkeiten, also hier A und B, da kann ich Positionsargumente übergeben, hier auch, das ist dann einfach eine Liste. Hier haben wir C und D, hier haben wir Wertevorgaben, das können wir nicht mehr als Positionsargument übergeben, weil wir hier eine unbestimmte Anzahl Positionen haben. Also haben wir hier nur noch die Möglichkeit,
einen benannten Wert zu übergeben, wie hier zum Beispiel mit d gleich 5. Und mit den zwei Sternen übernehmen wir ja die Liste mit den Namen. Das ist die einzige Möglichkeit, die uns hier hinten noch verbleibt. Hier sehen wir, was da übernommen wird. Wenn ich einfach 1,2 schreibe, habe ich einfach die Positionsargumente. Die weitere Liste ist leer. Dann habe ich die Standardargumente 2 und 3, das ist für C und D. Und Keyword-Argumente haben wir keinen. Das sollte ja soweit klar sein. Du siehst also hier, was übergeben wird. Das ist sehr flexibel. Also man hat in Python sehr gute Möglichkeiten, Werte zu übergeben und auch zurückzugeben. Globale Variablen werden hier normalerweise nicht verwendet. In Python muss man ohnehin mit globalen Variablen aufpassen. Man kann da sehr leicht Fehler machen. Wir werden das in der nächsten Lektion sehen, wenn wir auf die Sichtbarkeit von Variablen eingehen. Da gibt es doch noch einige Spezialitäten, die man aus anderen Programmiersprachen nicht kennt. Zu diesem Video gibt es Begleitmaterialien. Diese enthalten zusätzliche Informationen und die besprochenen Source Codes. So kannst du dir das Abtippen sparen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Falls du noch Fragen hast, benutze bitte das Forum. Die Kommentare in YouTube eignen sich nicht für lange Erklärungen. Auf community.hobbyelektroniker.ch findest du einen eigenen Bereich für dieses Video. Du findest dort aber auch Ankündigungen für kommende Videos. Den Link zur Webseite findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch, hinterlasse einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bitte vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Nur so erhältst du eine Meldung, wenn ein neues Video erscheint.